Wopsi hat mich gefragt, hey, könntest du mal ein Video zu Untertiteln machen? Vor allem, wie man die automatisch generierten Untertitel abändern und anpassen kann. Und deshalb soll es in diesem Video um Untertitel gehen. Hallo und herzlich willkommen zu So geht YouTube. Ich bin der Jan und Untertitel sind natürlich ein gutes Feature, damit noch mehr Leute eure Videos verstehen können. Damit auch von anderen Sprachen die Leute eure Videos verstehen können. Und deshalb, es hat sich auch gezeigt, dass wirklich Untertitel die Länge, die eure Videos angeguckt werden, eure Watchtime stark erhöhen könnt, einfach dadurch, dass noch viel mehr Leute sich theoretisch eure Videos dann angucken können und verstehen können. Um Untertitel für eure Videos hinzuzufügen, geht ihr im Video Manager auf diesen Reiter Videos, wo ihr eure ganzen Videos habt und klickt dann für das Video, für das ihr Untertitel hinzufügen möchtet, hier auf diesen kleinen Pfeil und dann auf Untertitel. Dann kommt ihr auf die Untertitelseite für dieses Video. Und das ist einfach einer von diesen ganzen Reitern, die wir auch kennen mit Infos oder wo ihr auch Anmerkungen und Infokarten erstellen könnt. Hier seid ihr jetzt hier in diesen Untertiteln und es gibt standardmäßig immer die automatisch generierten Untertitel. Das lässt sich auch nicht generell abstellen. Die habt ihr immer, wenn ihr die löschen möchtet tatsächlich. Klickt ihr auf diese Untertitel drauf, geht auf Aktionen, Veröffentlichung rückgängig machen und dann nochmal auf Aktionen und dann könnt ihr Änderungen verwerfen und dann sind die gelöscht. Ich lasse das jetzt mal. Ihr könnt es auch einfach nur auf Veröffentlichung rückgängig machen stellen und dann sind die nicht veröffentlicht. Also dann kann sich die niemand angucken, auch wenn sie noch da sind. Also dann sind die nicht komplett weg. Wenn wir per Hand Untertitel hinzufügen möchten, gehen wir hier oben auf Neue Untertitel hinzufügen und dann können wir erstmal die Sprache auswählen, also entweder Deutsch oder Englisch hier wählen oder eine von ganz vielen Sprachen eingeben. Dann müsst ihr es hier einfach hinschreiben, wenn ihr zum Beispiel Spanisch haben wollt, dann gebt ihr hier Spanisch ein und dann wird das euch auch schon direkt vorgeschlagen. Oder wir klicken einfach zum Beispiel jetzt mal auf Deutsch und wollen richtige deutsche Untertitel quasi und nicht diesen Murks, den die uns hier automatisch übersetzen nehmen. Und jetzt gibt es hier drei verschiedene Varianten. Entweder wenn ihr schon ein Transkript habt, wenn ihr ein Skript für das Video hattet, dann könnt ihr das einfach die Datei hochladen und der synchronisiert euch das. Also hier einfach eine ganz normale Textdatei hochladen und dann synchronisiert er euch das automatisch. Daran sollte man dann noch mal ein bisschen arbeiten, aber das geht schon ziemlich gut. Dann gibt es hier diese Option Transkribieren und automatisch synchronisieren. Da, wenn ihr diese Option wählt, dann könnt ihr quasi, müsst ihr hier auf YouTube den kompletten Text einmal abtippen, aber es wird euch dann automatisch am Ende synchronisiert. Oder ihr könnt diese Option wählen, neue Untertitel erstellen und es ist komplett manuell. Also wir können uns das jetzt alles mal angucken, Datei hochladen, dann können wir hier quasi auch, können wir hier eine Datei hochladen. Das schließe ich jetzt mal wieder. Das ist, glaube ich, selbsterklärend, einfach eine Textdatei hochladen, fertig. So, wenn wir jetzt hier transkribieren und automatisch synchronisieren machen, dann können wir hier dieses Fenster und hier gibt es sehr praktische Optionen tatsächlich zum Transkribieren. Also man kann das hier oben auch wieder löschen, was man gemacht hat. Aber vor allem kann man, wenn man jetzt das Video abspielt, Video während der Texteingabe pausieren. Und das ist jetzt gerade wahrscheinlich ein bisschen laut. Und jetzt haben wir hier nämlich das Video, aber immer wenn ich anfange zu schreiben, hallo, jetzt bleibt er stehen, habt ihr gesehen? Und jetzt geht es wieder weiter. Das heißt, immer wenn ich tippe, bleibt er stehen und wenn ich dann aufhöre zu tippen, dann geht es weiter. Das kann man auch wieder abstellen, wenn man das hier macht, dann läuft es so, wie man es einstellt. Und man hat hier diesen Button, um nochmal ein ganz kurzes Stück zurückzugehen. Also ihr habt hier sehr praktische Einstellungen. Ich verwerfe diese Änderung jetzt auch mal wieder, damit wir uns das auch nochmal neu angucken können quasi. Aber hier habt ihr sehr praktische Optionen zum Transkribieren. Da könnt ihr ziemlich gut transkribieren. Und dann gibt es noch die letzte Option. Und wenn wir jetzt hier auch mal wieder reingehen, dann seht ihr dieses Untertitel neue erstellen. Und hier müsst ihr wirklich tatsächlich per Hand könnt ihr hingehen. Und es wird auch nichts automatisch synchronisiert, sondern ihr könnt sagen, okay, hier möchte ich die Untertitel. Hallo und herzlich willkommen, sage ich ja zum Beispiel am Anfang. Das sage ich hier jetzt an dem Teil wahrscheinlich nicht. Aber dann kann man das einfügen. Man sagt Plus. Man hat es hinzugefügt. Man kann hier sagen, von wann bis wann man das sagt und es genau alles einstellen und kann sich das so schieben, wann es da angezeigt werden soll und hier kann man das auch nochmal bearbeiten. Dieses Menü findet ihr auch, wenn ihr die anderen beiden Optionen gemacht habt. Das heißt, ihr könnt bei, wenn ihr eure Skripte hochladet oder Skripte auf YouTube hier abtippt und das dann automatisch synchronisieren lasst, dann macht YouTube das automatisch und danach könnt ihr immer noch in dieses Fenster hier reingehen, um die anzupassen. Und um jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen, wenn ihr diese automatischen Untertitel nehmen wollt und daraus eure normalen Untertitel macht, dann müsst ihr einfach nur hier oben, also in diese automatischen reingehen und dann oben auf Aktionen Veröffentlichung rückgängig machen klicken und
Ihr kommt quasi in das Menü, wo ihr das bearbeiten könnt, was wir uns gerade schon angeguckt haben, und könnt hier eure Untertitel bearbeiten. Das heißt, heute komme ich wieder alle Kanäle angeblich konkrete Tipps, das erwartet. Ist jetzt nicht das tollste Deutsch, aber wir können jetzt genau diesen Satz anpassen. Einfach hier reintippen, anpassen, fertig, und dann klicken wir am Ende wieder auf Veröffentlichen, wenn wir damit fertig sind, und dann sind das quasi die neuen automatischen Untertitel und ihr habt die Untertitel angepasst. Und so könnt ihr auch die automatischen Untertitel anpassen und bearbeiten. So, Wopsi, ich hoffe, ich konnte dir helfen. Du weißt jetzt, wie du Untertitel anpassen kannst, wie du mit Untertitel umgehst, was man so für verschiedene Optionen hat, Untertitel zu generieren, und eben, wie du diese automatisch generierten auch anpasst. Ich hoffe allen anderen, dass ihr auch was gelernt habt. Stellt eure Fragen unter dem Hashtag WieGehtYouTube unten in die Kommentare, und ich beantworte sie vielleicht schon nächsten Mittwoch, denn da gucke ich mir immer eure Fragen an und beantworte eine von euren Fragen immer ganz speziell. Das soll es gewesen sein für diese Woche. Tschüss, euer Jan.